Der Intendant rief mich zu sich und sagte: Ich gratuliere, wir haben beschlossen, Ihnen die Rolle des Hamlet anzuvertrauen. Ich sollte schon mit den Proben beginnen, als mich der Intendant wieder zu sich rief. Er schien mir etwas bekümmert zu sein. Es ist ein gewisser Umstand eingetreten. Das Ensemble meint, dass es Begünstigung eines Individuums wäre, wenn man Ihnen die Rolle des Hamlet anvertraute. Was? Das heißt, dass jetzt jemand anders den Hamlet spielt? Nein, das wäre auch Begünstigung eines Individuums. Aber wir haben einen Ausweg gefunden. Hamlet spielen Sie und noch 8 weitere Schauspieler. Mehr als 9 Personen, die mehr oder weniger wie Hamlet aussehen können, haben wir zum Glück nicht im Ensemble. Ich verstehe. Das heißt, ich und noch 8 andere spielen abwechselnd. Nein, alle gleichzeitig. Was? Gleichzeitig? Aber doch nicht in derselben Vorstellung. Doch, in derselben, jeden Abend. Aber das ist doch unmöglich. 9 Hamlets in einem Stück. Ja. Ja, Schieder, wat hat mich zu diesem Song gebracht? Ja, was? Song. Das ist ein Lied. Englisch kann ich gar nicht, weißt? Ich finde das klasse, Song für Pommern, ja? Also ich arbeite bei EWN, also ehemals KKW, also Energiewerke Nord, weißt? Und da kommt ja die Leitung an, in Lubmin, das ist ja auch zu Pommern, weißt? Ich bin der Hausmeister, so die Lütte für alles. Und da kommt ja auch die Leitung an, von Nord Stream. Und der Chef, der ist ja nun Stasi, ne? Und das hat mir und meine Kollegen so ein bisschen gestunken. Und da habe ich mir gedacht, da hau ich doch heute hier mal einen raus. Was das denn? Politisch kann ich gar nicht. Das ist ein Lied. Kann ich jetzt mal singen, Schieder, oder was? Ich soll hier heute also erklären, wie wir in Anhalt sprechen tun. Ich will mal als erstes sagen, von der Sache her ist das ja auch nicht meine Aufgabe. Ja? Meine Kirche, die hat mir gesagt, dass wir die Konsonanten verschleifen tun, weil wir müssen ja immer früh aufstehen, da können wir noch nicht so sprechen. Wa? Also zum Beispiel das J, also für Sie jetzt das G. Das G, das tun wir verschleifen tun auf verschiedene Art und Weise. Ich kann Ihnen das erklären, das ist kein Thema. Also zum Beispiel im Magdeburg, da sagt man Vögelgezwitscher in Magdeburg. Haben Sie es mitgekriegt? Das sind 4 verschiedene Arten, um das je falsch auszusprechen. So, und jetzt machen Kopf zu. Unsere Weiterfahrt wird sich um wenige Minuten verzögern. Das war die neue Informationspolitik der Bundesbahn. Schon die geringste Abweichung vom Fahrplan wurde kommuniziert. Mein Verhältnis zur Bahn ist gelassen. Ich bin niemand, der sich ständig aufregt. Aber jetzt im Zug dachte sicher jemand, was, schon wieder eine Minute Verzögerung? Jetzt ist gut. Wenn ich alle Minute Verzögerung der Bundesbahn im Jahr geschwind zusammenrechne, wie viele Menschenleben sind das? Kannst du mir das erklären? Neu, gell? Hock die nah und halt dein Gosch. Na, Fräulein? Sagte eine Stimme neben ihr. Ganz hübsche Chosen, wat? Ich kaufe nichts. Was macht denn das? Ansehen kostet ja nichts und macht vergnügen. Aber, Fräulein, nun stellen Sie sich mal vor. Ich bin der dicke Wertheim, sicher ist er dick. Und Sie sind mein Fräulein Braut. Und ich sage zu Ihnen, such dir mal was aus, mein Schatz, was dein Herz begehrt. Was würdest du dir dann aussuchen, Mädchen? Sie sind ja komisch. Was fällt Ihnen denn ein, mich einfach so zu duzen? Aber Fräulein, ich habe Ihnen doch gesagt, ich bin der dicke Wertheim und Sie sind meine Braut. Zu seiner Braut sagt man doch du, oder nicht, oder was? Sie haben wohl Quasselwasser getrunken, dass Sie auf nüchternem Magen so viel reden. Wieso sind Sie denn so aufgeregt? Ich bin aufgeregt? Nicht die Bohne. Die Aufregung kommt noch, aber bei der anderen. Also, Fräulein, wie ist es mit einem kleinen Brillantenschmuck vorne lang, mit einer Bommel hinten, mit einer Schließe aus Brillant? Erne! Schusch! Erne! Schusch! Erne! Schusch! Erne! Der Böhm nadelt! Was? Ist nie möglich? Der Böhm nadelt? Wenn ich's dir sage, komm mal her und gucke dir das an. Tatsächlich! Nu, du hast recht, Schusch! Der Böhm nadelt! Ich wär verrückt. Ich wär mich schucke. Ich wär verrückt. Was machen wir denn nu? So! Kinder, haltet mal eure Bäume da hinten! Kevin! Mache die Musik aus, hör mit dem Spielen auf und komm runter! Kinder, der Böhm nagelt! Oh, guck mal, keiner! Einfach mit dem Spapa, weißt du schon? Wo Böhm nagelt!
Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn? Ilse Beckmeier! Und wie mein Bruder dann gestorben war, da war nur noch meine Großmutter für mich da gewesen. Die war von Bayern gewesen. Und die hat dann immer so gesungen. Der Heitschi Bumbaitschi ist gekommen und hat mir mein Bierble mitgenommen. Er hat mir's mitgenommen und hat's nimmer gebracht. Drum wünsch ich mein Bierbel eine recht gute Nacht. Aber Heitschi Bumbaitschi Bum Bum. Aber Heitschi Bumbaitschi Bum Bum. Ja, liebe Freunde, das war's gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mir bleibt nur noch zu sagen, macht's gut, schwenk behut. Geben Sie es raus, ist mein Kind, ist mein Baby. Geben Sie es raus, ist mein Kind, geben Sie es raus.